KBJ Show heute an einem Mittwoch. Was geht ab, Freunde? Yes, wir haben Lakers gegen Warriors. Freue ich mich crazy drauf. Paar Tage bevor die Playoffs beginnen. Wir haben Ant mit einem Career High 51 Punkte. Wir haben außerdem eine wilde Situation bei dem Lakers Warriors Game, wo Draymond involviert ist. Was eine komische Situation ist, weil Draymond ist normalerweise der Streitschlichter eher. Deswegen sehr überraschend. Wir haben Doncic mit einem wilden Triple Double. Wir haben die zwei besten Teams der Eastern Conference gegeneinander. Ja, Celtics gegen Bucks. Freue ich mich crazy drauf. Weiß noch nicht, wie es ausgegangen ist. Wir haben Brunson mit 45 Punkten. Wir haben Shea mit 40 Punkten. Wir haben Inshallah, wenn Gott will, irgendwann heute in der Top 10. Die NBA guides die ganze Zeit. Wir haben am Ende auf jeden Fall die Tabelle. Und Leute, wir müssen das wirklich festhalten. Es sind jetzt noch 3 Spiele ungefähr pro Team. Am Sonntag ist die Saison vorbei. Am Sonntag kommentieren wir übrigens auch nochmal live im NBA League Pass. Und zwar Bucks gegen Magic. Was ein geiles Spiel. Um 19 Uhr deutscher Zeit. Also wenn ihr da Bock habt, wenn ihr einschalten wollt, Sonntag 19 Uhr Bucks gegen Magic mit deutschem Kommentar. Wird sehr, sehr nice im League Pass. Schaltet da gerne ein. Ich bin hyped. Ich bin hyped auf diese KBJ-Show. Ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich habe nichts gesehen. Gar nichts, weil ich extra gewartet habe, um mit euch alle Highlights zu gucken. Und wir gehen jetzt erstmal rein. Anthony Edwards mit 51 Punkten. Let's fucking go. Also das ganze Ding geht, okay. Es geht gegen die Wizards. Es geht gegen die Sorry-Ass-Wizards. Okay, da machen wir alle Triple-Double und ein Career-High gerade. Ach komm schon, Mann. Ich dachte, das geht gegen ein geiles Team. Kommt er mir hier mit den Wizards? Von wem wird er verteidigt? Von Jordan Poole? Also nothing against Jordan Poole, aber wir wissen, dass Jordan Poole jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er gut verteidigt. Und guck dir das einfach nur an. Wie die das verteidigen. Holy shit. Egal, komm. Scheiß drauf. Kein Disrespect gegen meinen Mann Jordan Poole hier. Der Mann hat seinen Vertrag geholt. Da war ein Bobby-Assist. Da war ein Bobby-Assist von Jordan Poole. Guck mal, between the legs und dann... Oh, Zucker. Aber geiler Block. Trotzdem Zucker, das Ding. Und wieder Ant mit einem Dreier. Pull-up-Dreier. Back-to-back. Die Wizards führen hier auch. Die Wizards führen mit 19. Warte mal, wer ist denn hier auf dem Feld? Gobert ist da, Anderson ist da. Hä, die sind doch in fast Vollbesetzung. Was wollen die denn? Nas Reed habe ich vorhin schon gesehen. Wie können die das bitte verlieren? Nickeil Alexander-Walker ist da. Okay, so langsam kommen sie. Ant geht in den Post. Sieht man heutzutage auch nicht mehr so viel. Vor allem nicht von Guards. Aber okay. Krass, wie Washington hier scheinbar einen guten Start ins Game hatte. Ant ist frei für einen Dreier. Ja, perfekt gespielt. Perfekt gespielt. Okay, ich bin gespannt, wie viele Dreier er hatte bei diesem Career High. Wir haben, glaube ich, bisher 3 gesehen. Boah, starker Drive. Und das Interessante ist, dass das Spiel wirklich auch knapp ist. Und wisst ihr, was cool ist bei Ant? Man hätte ja bei Ant denken können, so wie die Karriere ungefähr verläuft, weil am Anfang kam er in die Liga ohne wirklichen Jumper und du hattest das Gefühl, okay, der Typ ist einfach reines Potenzial und Athletik, so ein bisschen wie Giannis damals, als er gedraftet wurde. Nicht ganz so raw, aber schon Raw-Talent eigentlich. Und wenn du dir heute anguckst, wie geskillt Edwards ist und wie er mit beiden Händen dribbeln kann, wie er werfen kann, natürlich immer auf dem allerhöchsten Niveau, ne? Der Mann konnte auch schon davor Basketball dribbeln, aber in der NBA gehört nochmal was ganz anderes dazu, dass du auf dem Level diese Skills eben auch rauspacken kannst. Und du siehst einfach, wie er über die Jahre richtig hart an seinem Game gearbeitet hat. Und er geht viel in den Post, das gefällt mir, Fadeaway mit Brett. Und so langsam sind die Wolves in diesem Game. 89-89 jetzt. Shoutout an die Wizards, dass sie überhaupt so lange durchhalten. Oh oh. Bucket. Okay. Boah, ich freue mich gleich so auf Lakers Warriors. 92-92, das Ding ist richtig eng. Kommen mir hier die Wolves mit einer Niederlage gegen die Wizards? Das kann doch nicht sein. Ja, wie viel hat er denn zu dem Zeitpunkt? Okay, Embiid hatte scheinbar auch 37. So, hier ist überhaupt erstmal unser erster Dunk. Wir sind immer noch im dritten Viertel, by the way. Also Ant hat hier jetzt eine Menge gescored. Hier nochmal McLaughlin mit dem Assist auf Ant.
So, viertes Viertel. Okay. Jetzt hat er 40. 109, 103. Und so langsam sollten sie doch wegziehen. Seht ihr das auch, diesen kleinen Fake, den er drin hat? Das ist einfach guter Basketball, den er spielt. Und er backt die einfach alle down, ne? Er ist so ein... Oh. Aber da hat er einen kleinen, ich will nicht sagen Fehler gemacht, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass er was anderes macht. Weil er hat ja hier den Mann in der Luft. So, und eigentlich hätte er hier, wenn er den Schritt jetzt ein bisschen mehr in Richtung Zone, also in Richtung Korb gesetzt hätte, dann hätte er direkt hochgehen können. Stattdessen geht er so ein bisschen in den Mann rein und erlaubt dem Verteidiger dadurch, dass der Verteidiger nochmal überhaupt in der Position ist, ihm so ein bisschen zu contesten. Dann verliert er aber den Ball und macht das easy finish, okay. 42, okay, Wolves jetzt plus 10, also das geben sie jetzt auch nicht mehr her. Auch schöner Pumpfake. Sie geben ihm halt auch viel Platz. Es ist und bleibt Washington, ne? Wir müssen nicht übertreiben, 50 Punkte gegen Washington ist so wie 40 Punkte gegen jedes andere Team. Aber trotzdem, du musst es erstmal machen. Das klingt gerade so ein bisschen wie Flag gegen Ant, ist es aber gar nicht. Beziehungsweise ich meine es auf jeden Fall nicht so. Aber die haben halt einfach Zero Defender, die sie gegen ihn werfen können. Oh, diese Layups sind so stark. Und das sah aus wie ein Foul, ehrlich gesagt. Hätte ich ihm wahrscheinlich... Oh, 50 war da, okay. Warte mal, ist 50 nicht irgendwie involviert bei den Wolves? Habe ich da nicht irgendwas gelesen, gehört? 50 ist involviert bei den Wolves, glaube ich. Okay, das war sein 51. Punkt und damit ist das Ding auch vorbei. Okay, Shoutout an Anthony Edwards. Ich will einmal kurz wissen, steht hier irgendwas, was er geschossen hat? Ja, 6 von 13 von der Dreierlinie. Okay, ist aber gar nicht so krass, ehrlich gesagt. 6 von 13. Es klingt schon wieder so, als würde ich es ihm nicht gönnen. Nee, ey, wirklich. Ich feiere Ant extrem. Ich mag Ant auch extrem. Ich habe mich nur gewundert bei 51 Punkten, dass er in Anführungszeichen nur 6 Dreier getroffen hat. Aber jetzt, Freunde, jetzt gehen wir in dieses Game hier und ich habe so Bock darauf. Lakers gegen Warriors. Bei beiden Teams geht's um das Play-In, um die Play-In-Positionierung. Sie werden höchstwahrscheinlich bei, also Warriors safe, Lakers glaube ich auch safe im Play-In sein. Das geht nur um die Positionierung und deswegen ist dieses Game so extrem wichtig und wir gehen rein. Oh, wir haben Kevin Harlan, der das Ganze kommentiert. Er und Mike Breen, die absoluten Goats, was das Kommentieren angeht. Crypto.com Arena, ehemals Staples Center und wir fangen an mit dem Curry Floater. Haben wir alle auf dem Feld? Nein, wir haben keinen AD, sehe ich hier. Wir haben keinen AD. Wir haben dafür Rui, wir haben dafür, wie heißt der hier, Jackson Hayes. Wir haben D'Lo, wir haben Austin Reeves, wir haben LeBron. Wir haben Rucksack, wir haben Wiggins, wir haben Curry, Trace Jackson Davis und Clay. Okay, geile Lineups auf beiden Seiten. Hier ist der Backpack-Rucksack mit dem ersten Wurf. 5-0 für die Warriors. Oh, guter Pass. Oh, aber guter Block auch. Guter Block von Jackson. Und die Lakers kommen. Hier ist AR. Bucket. So, da hat LeBron das Mismatch. Gegen Wiggins ist er stärker. Gibt ihm den kleinen Fadeaway-Jumper. Ich habe gestern wieder den Podcast gehört. Beide Folgen, die ich nachholen musste von JJ und LeBrons Podcast. Überragender Podcast. Also wenn ihr mal wirklich so ein bisschen Basketball-Education, Basketball-Bildung sucht, dann guckt auf jeden Fall diesen Pod. Macht unglaublich Spaß zu gucken. Hab die beiden Folgen mit Aisha geguckt und selbst sie war gespannt und hat sich das alles reingezogen. Haben dann immer Pause gemacht, hab ihr so ein bisschen was erklärt. Dann haben wir wieder weitergemacht. LeBron mit dem Dreier, 16-16. Beide Teams starten sehr gut von der Dreierlinie. Nochmal, ich habe keine Ahnung, wie das Ding hier ausgeht. Deswegen freue ich mich gerade doppelt. So, hier ist Curry für 3. Ich wollte schon sagen, ey, wie oft wird Curry da bei dem Dreier gefoult und sie pfeifen es gar nicht? Aber ich wollte sagen, da muss jemand cutten. Aber da hat LeBron gepennt, kann das sein? LeBron weiß doch, was hier passiert. Schau mal. Was denkt LeBron? Ich frage mich das gerade wirklich, weil was denkt LeBron gerade, was hier passiert?
Weil das ist ja sein Matchup offensichtlich, weil Taurean Finney ist an ihm hier dran, an Curry. LeBron muss Pochemski haben. Warum verteidigt LeBron das so komisch? Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, welchen Raum er da verteidigt hat. Chris Paul mittlerweile mit auf dem Feld. 23-17, hier ist Kuminga. Oder wie LeBron sagt, Kuminga. Kumunga hat er, glaube ich, gesagt. Voll viele Amis sagen irgendwie Kuminga. Ich weiß nicht, warum. Cam Reddish verliert fast. Cam Reddish auf Jackson Hayes bei den Lakers ist, glaube ich, auch so ein Zusammenspiel, wo Lakers-Fans jetzt nicht sagen so, yes, das sind unsere Besten. Aber Bucket ist Bucket. Oh, hier ist CP ins Gesicht von Cam Reddish. Hier ist Clay. Okay, ey, ich will einfach diese ganzen Highlights sehen, weil ich nicht will, dass ein Team gerade wegzieht und wir das dann verpassen. Athletik hat der Junge auf jeden Fall. So, hier ist wieder Pochemski, Bucket. Nochmal, Pochemski, einfach ein Rookie. Ja, ein Rookie, wo man nicht viel erwartet hat und der hat so viele wichtige Minuten für die Warriors. Das ist ein richtiger Playoff-Spieler für die, ist so krass. Wenn sie es in die Playoffs schaffen. Nochmal, es geht hier um die Playoff-Platzierungen. Tiefer Dreier. Hier ist wieder LeBron, wieder Mismatch da unterm Korb gegen Clay. Yes, gut ausgenutzt. Ist LeBron einfach größer und stärker. Bei Kuminga ist es schwierig, weil Kuminga ist länger und athletischer als LeBron. Deswegen will er den vielleicht nicht unbedingt im Post drücken. Okay. Er sieht aus, als würde es bei beiden Teams hier gut laufen. Oh! Es gibt keinen schöneren Pass als diesen. Ich werde das immer wieder betonen, weil es gibt keinen schöneren Pass im Basketball. Einfach direkt aus dem Dribbling. I love it. I love it so much. Ey, und können wir auch mal darüber reden, was für Roleplayer bei den Lakers einfach Level hochgegangen sind, wie zum Beispiel D'Lo, der wirklich vor der Saison, aber auch bei Lakers-Fans so verhasst war und den alle traden wollten. Und jetzt spielt er einfach so eine gute Saison. Ich habe lange die Stats nicht mehr gecheckt, ehrlich gesagt, aber die ersten paar Monate hat der so krass gespielt für die Lakers. Oh, starker Block von Rui. Aber Warriors führen hier, Lakers Defense nicht optimal, 13-2 Run für die Warriors. Und das ist ein bisschen zu simpel, oder? Also es ist ja eine ganz normale Aktion hier. Chris Paul passt den Ball auf Draymond, Draymond hat ihn im Low Post. Chris Paul stellt einen Block an, Cam Reddish, da muss meiner Meinung nach Rui schneller reagieren. Rui muss das vorher schon lesen und wissen, dieser Block steht da. Und er aber er contestet das auch gut. Es ist einfach so, dass Curry halt der Goat-Shooter ist. So, LeBron nutzt viel diese Mismatches da aus, die er im Post hat. Viele Warriors-Spieler kleiner als er. Jetzt wird er hier gedoppelt, gibt den Ball richtig ab. Perfekt. Aber Lakers sind down mit 12. Viel Cam Reddish in dem Spiel. Aber nochmal kein AD. Deswegen, wir können das Spiel auch nicht zu 100% werten, kein AD. Und Backpack trifft seinen dritten Dreier, glaube ich. Schöner Move von Wiggs. 12 Punkte. Hier ist Clay. Oh, give me that. Aber war wahrscheinlich Goaltending, ne? Was sagt ihr? Boah, ich finde nicht... Ich finde nicht, also am Brett war er nicht und ich fand auch, dass der Ball noch im Steigen war. Handoff, oh, schöne Action hier. Und gutes Austin-Game bisher. Ja, 10 Punkte, 3 von 4. Hier ist wieder... Get out of here, Alter, what the fuck? 5 von 5 für Draymond? Willst du mich dissen? 5 von 5? Ja gut, dann kannst du es nicht gewinnen. Kevin Harlan sagt 5 for 5 von Draymond Green. Words of thought I never say. Die Frage ist halt, kommt jetzt hier nochmal ein Run von den Lakers?
Haben sie es in sich, dass sie hier wieder LeBron schön die Schulter in den Mann gesetzt? Das ist einfach stark. Sechs Punkte. Oh, das war auch kein Goaltending. Da muss er sich jetzt im Umkehrschluss auch nicht beschweren. Das hätte nicht mal, den hätte vielleicht Wemby sich geholt, aber was war das für ein Pass, LeBron? Okay, es sieht nach einem Warriors-Dub aus. Minus 8. Oh, Obi-Pass. Ja, wir lieben alle solche Pässe, ganz ehrlich. Das war ein Foul. LeBron bekommt's nicht. Oh. Ich bin richtig im Himmel heute, ne? Ich habe richtig, also wie viele solcher Pässe haben wir jetzt heute gesehen aus dem Dribbling heraus? Der Grund, warum ich den mag, der Pass ist nicht nur einfach extrem ästhetisch so schön, sondern der Pass ist einfach so unglaublich effizient, weil kaum ein Verteidiger damit rechnet. Weil jeder rechnet damit, wenn du den Ball passen willst, dass du eine zweite Hand an den Ball nimmst oder dass du dich erstmal positionierst, dass du erstmal guckst. Aber dadurch, dass du einfach aus dem Dribbling direkt den Ball rauspusht, jeder erwartet, dass du weiterhin dribbelst. Und dann dribbelst du und in der nächsten Bewegung machst du deine Hand einfach so und pusht den Ball nach vorne. Game over. Game over einfach, weil kein Mensch kommt damit. Aber ey, egal wie gut die Warriors hier bisher spielen, die Lakers sind nur minus 6. Sowas hier hasse ich, wenn LeBron das macht, wenn er einfach das Closeout nicht läuft. So, das ist sein fucking Mann. Das ist sein Closeout, was er laufen muss. Und er läuft es einfach nicht. Er läuft es einfach nicht, um Energie zu sparen. Ja, aber du kassierst dadurch Würfe. Das ist ärgerlich. Digga, die Warriors 16 von 26 von der Dreierlinie, die Lakers aber auch 42% von der Dreierlinie. Also das sind insane Quoten auf beiden Seiten. Imagine, du triffst 40% Dreier und verlierst. Schöne Assist hier. Boah. Oh Gott, Curry wird heiß, ne? Der war crazy athletisch. Weil ich habe mich gefragt, wie will er den finishen über zwei Bigs? Oh! Minus 8. Hier ist Austin. Guter Pump Fake. Schöner Cut von LeBron. Layup ist drin. Minus 7. Haben wir gerade Gabe Vincent gesehen bei den Lakers? Haben wir gerade ernsthaft Gabe Vincent gesehen bei den Lakers? Seit wann spielt Gabe Vincent wieder? Der Mann war 16 Jahre verletzt gefühlt bei diesem Team. Wie viele Games hat der? 8 Spiele? Warum hat mir das keiner gesagt? Ah nee, okay, hier. Er hat am Anfang der Saison ein bisschen gespielt. Okay, weil ich dachte schon, der ist keine 8 Spiele wieder da. Okay, der hat 4 Spiele wieder gemacht seit dem 31.03. Immer 14 Minuten gespielt, 2 Punkte einmal, 0 Punkte, 0 Punkte. Okay, deswegen habe ich es nicht mitbekommen. Wir haben, glaube ich, auch diese Games alle nicht geguckt. Ich bin nicht 100% sicher. Okay, Gabe Vincent ist da. Bringt euch das jetzt noch was, Lakers, am Ende der Saison? Wahrscheinlich sagt ihr ja, einfach ein bisschen Shooting. Aber also 14 Minuten und irgendwie dreimal 0 Punkte oder einmal 2 Punkte. Schöne Assisto. Es bleiben nur minus 5 aus Sicht der Lakers. Oh, der ist tough. Der ist tough von Clay. 8 Punkte. 2 Minuten noch. Drittes Viertel aber erst. Hier ist CP. Okay, jetzt haben wir hier so ein bisschen Bench-Units drin. Wojcicki Dreier. Okay. Clay. Ja, man sieht bei den Lakers gerade wenig Offense. Aber ich frage mich auch, woher soll sie kommen? Ja, das ist halt auch ein Lineup, ne? Das ist Dinwiddie, Jackson Hayes, Gabe Vincent, D'Lo und Torian Finney-Prince. Das ist halt kein gutes Lineup, I'm sorry. Also, wenn das deine Bank ist, oder ich weiß, D'Lo ist ein Starter, Prince. Ist Prince meistens ein Starter? I don't know. Aber wenn das gerade deine Lineup ist, ja,
Schwierig. Okay. So, jetzt ist LeBron wieder drin. Mal gucken, was er macht. Oh, schön abgelegt. Bin gespannt, ob die Lakers hier nochmal kommen. Oh, LeBron guckt Kuminga. Okay, okay, okay. Vielleicht jetzt ein kleiner Lakers-Run. Yes, das sieht danach aus. Okay, der nächste Laker-Bucket. And one. Okay, minus 10. Lakers weiterhin am Kommen. Hier ist LeBron mit diesem wilden Fadeaway. Der findet wieder das Ziel. What's happening now? Boah, LeBron ist so ein Monster. 9 Punkte. Oh, Schlag ins Gesicht. Na, bitter. Also, man merkt einfach, dass die Lakers Defense wahnsinnig Probleme hat ohne AD. Weißt du, es fehlt komplett die Rim Protection. Und alleine das macht so einen Riesenunterschied. Ich rede noch nicht mal über Rotations, ich rede einfach nur über Rim Protection. Das fehlt einfach gerade so krass. Ich warte dauernd drauf, ob die Lakers nochmal einen Run haben können, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Oh, das ist so schwache Defense, ey. Oh. Aber gut, wir gucken später noch die Bucks. Ich glaube, das wird noch viel schlimmer. Und das sieht aus, als würden die ja. Kein Goaltending, okay. 15 Punkte, hier ist LeBron, das ist ein Foul. Digga, what the fuck? Wieso? Ey, ich verstehe ja dieses Neue von den Refs, dass sie sagen, sie pfeifen eine härtere Gangart. Aber das hier ist zu 100% ein Foul. Warum wird das nicht gepfiffen? Ich habe hier übrigens gerade gar keinen Favorit bei den beiden, sondern es geht mir einfach nur darum, ich will ein spannendes Spiel sehen. Deswegen bin ich dauernd bei den Lakers, dass sie nochmal einen Run machen, aber ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Es sieht aus wie ein dominanter Warriors-Sieg. Wir müssen... Oh, Obi Assist. Oh, Draymond wilder Block. Ja, und damit ist over. 9 Blocks für die Warriors. Nee, damit ist... War der nicht drin oder warum hat er den weggecuttet? Oh mein Gott. GP ist zu krass. GP ist zu krass. Okay. Das ist durch. Wundert mich fast, dass sie die Starter auf dem Feld lassen. LeBron bullied sich nochmal durch. Dreier haben die zugelassen. Ja, okay, und jetzt ist Garbage Time. Was ein wildes Game. Alter, was ein wildes Game. Aber apropos wild, ich will noch kurz die Aktion hier sehen. Also gab es hier wirklich Probleme mit Draymond? Was ist hier die Situation? Draymond Green scuffle ends up in Lakers huddle and gets security involved. Angry. Ausrufezeichen. Okay, was war jetzt hier los? Beste Qualität auf jeden Fall schon mal. Oh, ich glaube, der kassiert hier einen Ellbogen oder Unterarm erstmal. Ja, ich glaube, einen Schlag mit der Hand ins Gesicht bekommt er erstmal. So, jetzt bleibt er hier liegen. Wird aufgeholfen von den Warriors. So, dann sagt er dem Ref so, ey, ich habe einen Schlag abbekommen. Der Ref sagt wahrscheinlich sowas wie, ey, ich habe es nicht gesehen oder war normale Bewegung. Und Curry ist like, ey, bro, bitte, ich werde nicht wieder ejected, ich kann nicht mehr. So, hier sehen wir es nochmal. Oh, ist das ein Flop? Weil ich sehe es nicht mal. Ich sehe nicht mal, dass der Arm oder der Ellenbogen wirklich ins Gesicht geht. Das berührt ihn doch gar nicht im Gesicht. Das berührt ihn doch an der Schulter oder an der Brust. Weiß ich nicht mal, ob das clean wirklich am Gesicht war. Austin sagt auch so, ey, stell dich nicht so an. Okay, und was passiert jetzt? With whomever would listen to him and really
Okay, was passiert jetzt hier nochmal? So. Okay, jetzt redet er mit Curry, jetzt redet er mit dem Ref. Hey, hier ist einfach gar nichts passiert. Was ein fucking Clickbait-Video. Ey, das wäre wie wenn ich jetzt dieses Video hier Draymond Ausraster im Lakers-Huddle nennen würde. Das war einfach gar nichts. Das war absolut gar nichts. Okay, was für ein Bullshit. Ey, wir machen schnell den Boxscore auf von dem Laker-Game. Ich will es nämlich einmal sehen, wie da jetzt genau die Scoring-Verteilung und so war. Warum ist das so riesig? Ach so, weil wir das jetzt neu gemacht haben, genau. So, also Warriors haben das Ding gewonnen. Curry hatte 23, nicht mal so ein aktives Spiel von ihm am Scoring, weil die anderen auch alle gescored haben. Draymond, wie gesagt, 15, 5 von 7 am Ende. Klay hatte ein sehr, sehr starkes Spiel, hatte oft gegen die Lakers. Chris Paul, 11 Punkte, 9 Assists, 6 Rebounds und war eine plus 21. Ey, da ist keine Schande drin aus Lakers Sicht. Die haben ein Spiel verloren, wo die Warriors 63% Dreier getroffen haben bei 41 Versuchen. Das ist Insanity. 58,8 aus dem Feld. Das kannst du verlieren. Ja, mein Gott. LeBron hatte 33, 7 und 11, 2 Steals. Hier D'Lo 14 und 7. Austin 22, Rui 20 von der Bank. Dinwiddie mit 12. Hier steht Anthony Davis DNP Headache. Das ist ein komischer Grund, oder? Haben wir das schon mal gesehen, dass jemand hinschreibt, ja, DNP, also did not play, wegen Kopfweh? Weiß ich nicht. Komische Formulierung irgendwie. Normalerweise steht da einfach DNP. Aber okay, ja, ey, Shoutout an die Warriors, ist wichtig für sie. Und ist wichtig auch für die Lakers, beziehungsweise wir gucken uns gleich an, wie das bei den Lakers einen Effekt hat. Okay, wir gehen in die nächsten Player-Highlights und wir haben heute Doncic mit einem sicken Triple-Double. Ich weiß nicht gegen wen. Ah, gegen das nächste Spitzenteam, genauso wie Ant, denkt sich Doncic, ja komm, ich packe nur gegen die besten Teams meine besten Games aus und geht gegen die Hornets mit einem wilden Triple-Double. Ich nehme mal an, dass die Mavs das Ding auch gewinnen, was wichtig ist auf jeden Fall für den Racket. Ja, Brandon Miller, werden hier gerade die Stats eingeblendet. Der Mann hat eine gute Saison gespielt. Hier sind Assists von Doncic auf Daniel Gafford. Oh, schau die Handles von Luca. Und nochmal, was er so liebt an Gafford ist, Gafford soll super Hände haben, beziehungsweise er soll super einfach Bälle fangen können. Dann sagt man immer im Basketball so, der hat gute Hands, der hat gute Hände. Hier Stepback von Luca. Und wir starten langsam in das Spiel, 14 zu 11. Wow. Wilder Save, wilder Pass auch. Wie crazy war denn der Pass, dass der angekommen ist? Holy shit, dass der ankommt, ist crazy, Kai. Ja, wir sagen übrigens nur noch Kai. Wir machen bei den Mavs das jetzt immer, okay? Wir machen bei den Mavs nur noch einsilbige Namen und sind damit so NBA-Experten. Also, Lou in der Defense. Lou mit dem Block! Okay, Lou, wir sehen dich. Hier ist Kai, wieder auf Lou. Wird verteidigt von Mill. Lou Stepback. Lou klingt aber, als wäre Amerikaner. Wir brauchen was anderes. Donch? Don? Chich? Einfach nur Chich? Nee, dann denkt jeder, wir machen uns drüber lustig. Hat der gerade Luka Pokuševski genannt? Ach so, nee, okay, der redet über den Trade. Hier ist Tay. Tim hat's gut. Tim bekommt einfach den gleichen Namen wieder vor. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon keine Lust mehr drauf. Ich finde es jetzt schon nicht mehr lustig. Es war lustig gestern oder vorgestern mit dem Kai-Thema. Aber jetzt Lou und alles andere ist irgendwie nicht so witzig. Oh, Doncic, Dank? Nee. Aber schöner Abeinander.
31-14. Maxi Kleber, unfassbarer Pass hier gerade, steht in der Corner frei. Seine Court Vision, seine Assists sind von einem anderen Planeten. Luca, unfassbar, wirklich. Ich bin so davon ausgegangen, dass er Maxi hier in der Corner findet, aber das wäre halt auch zu einfach und wir wüssten alle, Maxi trifft den Corner-Dreier mit 100%. Deswegen sucht er sich die Challenge in Hardaway hier. Boah, Junge, dass er den findet, ey, wie krass ist das? Bobby Assist in die Corner zu Maxi. Maxi, schieß ihn doch. Maxi, schieß ihn doch. Dankeschön. Aber das verstehe ich zum Beispiel nicht. Warum war das ein Foul? Also er berührt ihn kaum, I'm sorry. Oder? Oh, das ist ein, weiß ich nicht. So, hier sehen wir es nochmal. Guck mal, wie wenig Kontakt das ist. Es ist so gut wie gar kein Kontakt. Grant Williams, MVP. Tiefer Dreier von Doncic, jetzt gibt er gar kein F mehr. Gut, wenn ich auch schon mit 20 führe in der ersten Halbzeit, 24 jetzt. Der wird wahrscheinlich gar nicht mehr so lange spielen in dem Game, kann ich mir vorstellen, weil er hat jetzt... Irgendwann werde ich von diesem Stuhl fallen bei diesen Assists, Mann. Ich komme nicht drauf klar. Die beiden sind so perfekt, ey, wirklich. Das ist der Big, den man sich immer gewünscht hat neben Luca. Der musste so viele Jahre mit Dwight Powell an der Seite versauern. Und jetzt hat er mit Gafford wirklich den perfekten, perfekten Big an seiner Seite, den er immer anspielen kann, der die Größe hat, der die Athletik hat, der überhaupt keine Star-Allüren hat, der einfach nur da ist, um die Abstaube zu kassieren von Luca. Perfekter Partner wirklich für ihn. So, und diese Guard-Picks zwischen Kyrie und Doncic sind was wirklich nice funktioniert bei den beiden, wenn die beiden sich gegenseitig Picks stellen, so wie hier. So. Und, ey, man muss einfach sagen, ne, Bridges ist ein wirklich tougher Verteidiger von der Physis her. Und Doncic ist ja an sich eigentlich ein Guard. Das hier ist ein Small Forward. Ja? Und Doncic hat aber einfach die Power, den wegzuschieben. Das ist so krass. Normalerweise müsste ein Guard so Steph Curry, Kyrie Größe sein. Und Doncic hat einfach die Größe von einem Small Forward, spielt aber wie ein Guard. Ja, Digga. Wechsel den Mann aus. Good pair. Oh. Das ist. Ich komme nicht drauf klar, wie perfekt dieses Signing ist oder dieser Trade ist für die Mavs. Wirklich, ey Mavs, ihr wisst gar nicht, wie krass ihr im Himmel gerade seid, dass ihr so ein perfektes Guard-Big-Man-Duo habt, das einfach miteinander harmoniert. Ich weiß nicht, wie sich sowas anfühlt. Shots fire dann das Spiel, was wir gleich gucken. Too easy. Komm, wechsel die Starter aus. Das reicht. Naja, lässt sie immer noch. Das war perfekt, aber ausgehebelt mit dem Play einfach. Die Defense wusste überhaupt nicht mehr, was abgeht bei den Hornets. Aber pass auf, wir haben Derrick Jones Jr. hier in der Corner, ja. Die Hornets versuchen sich hier irgendwie zu orientieren. So. Irgendeiner vercheckt jetzt sein Matchup. Der hier. Sein Matchup ist eigentlich Derrick Jones Jr. Und sein Matchup ist Gafford und sein Matchup ist Dante. Und dadurch, dass Gafford High Post cuttet, nimmt er zwei Leute mit in die Defense. Nimmt er zwei Leute mit aus der Defense. Alle sind irgendwie lost. Ne, ich würde sogar sagen, Brandon Miller scheißt hier rein.
Ich glaube, Brandon Miller macht den Fehler. Warte mal. Also, Miller müsste eigentlich hier mit Dante Exum cutten, bleibt aber Helpside. Dadurch ist er komplett sinnlos, weil er steht ja jetzt nicht mehr Helpside, sondern Miller steht Helpside. So, das ist schon mal ein Fehler. Jetzt cuttet Gafford High Post und drei Leute konzentrieren sich auf ihn und gehen da mit. Bertans ist komplett lost. Sieht aus, als würde er unter seiner Maske gar nichts sehen. Digga. Also Hornets Defense auf einem anderen Level auch schlecht, muss man sagen. Gafford, neuer Aaron Gordon. Gafford, der Typ, der aufgrund von einem, diesmal nicht Serben, sondern Slowenen, einfach seine Karriere auf ein anderes Level heben wird. 100%. Also Gafford muss auch jeden Tag eigentlich den Boden küssen. Der kommt ja sogar aus Charlotte. Genau, jetzt fällt es mir gerade ein. Er und PJ Washington wurden ja aus Charlotte getradet. Und ich habe damals schon gesagt, ey, das muss für die sich anfühlen, als wären sie aus dem Gefängnis entlassen worden, weil Charlotte ist wie ein NBA-Gefängnis. Wenn du in Charlotte feststeckst, du hast keine Winning Culture, du hast keine Veteranen, du hast keine Veteranen, auf die gehört wird, du hast keine vorbildlichen Stars, du hast immer irgendwelche Probleme, du hast seit wie vielen Jahren gewinnen die Hornets nicht, seit 20 Jahren gefühlt, du bist da einfach in Prison. Das ist einfach NBA Prison, wenn du in Charlotte bist und dass Gafford da raus ist. Ich glaube, der küsst jeden Tag den Boden in Dallas. Und jetzt, Freunde, gehen wir in dieses Game hier. Ich habe ganz, 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 ganz wenig Hoffnung. Bucks gegen Celtics, das beste Team der NBA gegen unsere Bucks. Ich habe ganz wenig Hoffnung, ich schwöre es euch. Ich habe ganz, 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 ganz wenig Hoffnung. Das wäre die fünfte Niederlage für die Bucks in Folge. Nachdem man schon gegen die bärenstarken Wizards, Grizzlies, Raptors verloren hat, jetzt zuletzt gegen New York, okay, das kann man mal verlieren. Und jetzt spielen wir hier eben gegen heute die Celtics. Die Celtics sind auch in Vollbesetzung, nee, nicht ganz. Sie haben Tillman gerade in der Starting Five und keinen Horford oder Porzingis. Okay, wir fangen an mit einem Alley. Das ist schon mal eine schöne Sache. Ich habe nicht nachgeguckt, wie das Spiel ausgeht. Xavier Tillman eben mit dem Dreier. Ich habe darüber geredet, als er getradet wurde. Bobby Assist auf Brook Lopez. Ich habe gesagt, so, ey, das ist jetzt kein Matchup, was man unbedingt auf dem Schirm haben muss, Xavier Tillman. Aber es ist nochmal ein guter Big, der ein bisschen schießen kann. Und genau das zeigt er hier. Die Bucks jetzt übrigens mit Patrick Beverley in der Starting Five. Nicht mehr Malik Beasley. Das ist ein interessanter Fakt, ja. Das ist spannend, insofern, dass Beasley das ganze Jahr eigentlich unser zweiter Starter war, neben Dame. Die Backcourt-Defense aber von den Bucks so trash war, dass sie sich jetzt einfach umentschieden haben und Beverley starten lassen. Okay, ey, die Bucks starten gut rein, aber natürlich, während ich das sage, passiert erstmal der erste Turnover. Und wir haben wilden Tatum-Dreier, 15-8. Hier kommt Drew, ehemaliger Buck. Ihn haben wir abgegeben für Dame. Und das lässt er uns spüren. 15-11. Brook Lopez. Okay, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie dieses Spiel ausgehen wird. Come on, Middleton. Yes. Okay, ist ein guter Start für die Bucks. Die haben jetzt auch keinen Bock mehr zu verlieren. Boah, Drew verteidigt Giannis unter dem Korb. Super. Ist auch eine Menge Kontakt dabei, gebe ich Giannis recht, aber trotzdem. Ah, Digga, wie. Das ist so ein Play zum Beispiel hier. So, Dame geht, schau mal, die beiden, ich will gar nicht nur Dame blamen, ja? Aber Dame hat hier den Ball. Hier cuttet Giannis in den Rücken der Defense. Das ist so viel Platz hier, da muss der Pass kommen. Das kann nicht sein, dass hier kein Pass kommt. So, und stattdessen ist das Play jetzt abgebrochen. Und wir warten drauf, dass Middleton kreiert, okay, und finisht mit einem Alley auf Giannis, okay. Aber wisst ihr, was ich meine? Da war so viel Platz. Ich wünschte, das Zusammenspiel zwischen den beiden wäre ein bisschen cleaner. Cornette für 3. Ich glaube, wir können ein bisschen vorskippen. 28-14. Die Celtics werden hier safe wieder rankommen, aber wir skippen mal ein bisschen vor. No way, wir sind immer noch vorne? Das kann ich gar nicht glauben.
Okay. Ah, auch so ein Draymond-Game, einfach aus dem Nichts 5 von 7. Das ist heute immer meine Reaktion. Ich gehe einfach so vom Tisch weg. Ich habe das ja gestern erzählt, vorgestern, ich habe mir meinen Knöchel verstaucht, deswegen springe ich gerade hier nicht so rum. Habe auch einen Kühlakku die ganze Zeit jetzt in den Socken gehabt, aber langsam wird es echt zu kalt. Ja, aber das sind meine Reaktionen heute. Was für ein kranker Dank war das denn von Tatum? Du siehst bei Tatum auch, du kannst ihn mir mal ansehen, wenn er für den Dank geht, oder? Oh, der war tough. Der war so tough. Ich dachte kurz, Drew wäre wieder da. Okay. Ey, führen wir gerade mit 20 Punkten gegen die Celtics? Das kann nicht dein Ernst sein. Wir führen mit 20 gegen die Celtics. Spielen die jetzt überhaupt noch ihre Starter, ist die Frage, weil die Celtics können nichts mehr gewinnen in dieser Saison. Ja, sie spielen ihre Starter, aber nochmal, die Celtics können nichts gewinnen. Die haben schon den besten Record der Liga. Die können kein Playoff-Matchup mehr aus dem Weg gehen oder sich holen. Die können gar nichts machen, deswegen, die müssen überhaupt nicht mehr gewinnen oder ihre Starter spielen. Brook kassiert von beiden Jays in diesem Spiel, Dank. So, hier ist Dame, wildes Mismatch, muss den Ball abgeben, Pat. Oh Gott, jetzt müssen wir das uns wieder in seinem Podcast anhören, dass er der beste Starter ist in Bucks History. Also ey, ich nehme gerne einen Sieg gegen die Bucks, gegen die Celtics, sorry. Ich nehme den gerne, ich wundere mich nur ein bisschen, dass die Celtics so wenig Gegenwehr scheinbar zeigen. Boah, Tatum ist so tough. Mismatch, sein Vater, everybody out the way, ja. What he did say was he wants to see a higher intense environment and he's looking forward to that. But then he also mentioned can make. Es ist halt nicht viel Unterschied, ne? Es sind an sich nur 17 Punkte. Das sind in der heutigen NBA nichts mehr. Okay, AJ. Minus 16 aus Sicht des Celtics. Malik Beasley. Und ja, wir wissen, er ist kein guter Defender. 16 Punkte Unterschied. Digga, was hat Tatum für ein Spiel? Aber es bleibt plus 15. Ich glaube, das sieht ganz gut für uns aus. Ich glaube, wir könnten das holen. Oh mein Gott. Wage ich langsam dran zu glauben? Hier sitzen erstmal die ultimativen Celtics-Fans im Paul Pierce-Jersey und im Larry Bird-Jersey. Nice. Dankeschön, AJ. Oh, Steel. Connaughton. Bobby. Mach ihn. Oh, was ein Block von Tatum. Okay. 12 Punkte. Hier ist wieder Middleton. Oh, gute Handles von Middleton. Oh. Okay, Chris. Ich glaube langsam dran. 14 Punkte, 16 Punkte Unterschied. Ich glaube langsam dran, Leute. Ja, ich glaube, wir holen das. Holy shit. Ich glaube, wir holen das. Warte mal, die haben ihre Starter schon ausgewechselt. Wir holen den Sieg. Wir holen den Sieg. Und dann auch noch gegen die Celtics. Wie geil ist das denn? Und wir haben nur 12 Punkte gehabt von Dame. Das ist alles Garbage Time hier nur noch. Die haben ihre Starter nicht mehr drin, die Celtics. Wie sick ist denn das? Oder bringen die nochmal? Nee, das Ding ist over. Wie geil. Okay, endlich mal was Positives hier bei uns. Also, wir gewinnen das Ding. Die Bucks hatten, ja, was ging denn ab? Giannis hatte nur 15, Dame hatte nur 12. Natürlich hatte freaking Patrick Beverley 20, Lopez hatte 15, Middleton 12, Portis 15, voll die Teamleistung. 6 Leute über 12 Punkte.
47% Dreier getroffen. Wir waren zweimal waren wir an der Linie. Was ist das denn für ein abstruses Game, Mann? Zweimal waren wir an der Linie. Die Celtics waren überhaupt nicht an der Linie. Jetzt muss ich doch mal laufen und bereue es direkt. Hä? Was für ein komplett absurdes Game ist das bitte? Die Celtics waren nicht einmal an der Linie und wir waren zweimal an der Linie mit einem Freiwurf. 4 Fouls bei uns, 8 Fouls bei den Celtics. Hä? Ich bin komplett lost. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ist das ein Rekord in der NBA? Muss sein, oder? Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Wie insane ist das denn? Kein Freiwurf bei den Celtics. Kein einziger. Das muss ja voll der Skandal sein. Oder? Weil, wie oft hören wir das, dass Coaches sich im Nachhinein beschweren, dass sie nicht genug Freiwürfe bekommen haben oder im Vergleich zum anderen Team? Die Celtics waren nicht einmal an der Linie. Das muss ein großes Thema sein. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt damit machen soll. Also wie gesagt, krasse Teamleistung der Bucks. Bucks auch super den Dreier getroffen, aus dem Feld effizient. Celtics haben gar nichts getroffen. Aber dass die keinen einzigen Freiwurf hatten, das muss ich kurz nachgucken. Wann hatte das letzte Mal? When was the last time an NBA team didn't have one single free throw? Google ich jetzt. So, warte mal. Hier ist als erstes ein Reddit-Post. There has never been an NBA game where a team did not shoot a single free throw. Okay. Boston Celtics make history. Ja, hier. 0 free throws versus Bucks. On Tuesday night, Milwaukee Bucks, bla bla bla, made NBA history by combining for a record low 2 free throw attempts. Meanwhile, the Celtics became the first team ever to not shoot a single free throw. Milwaukee's bla bla bla. Ja, Doc Rivers hat gesagt, Adam Silver is the happiest. Ah, und das war voll das schnelle Spiel scheinbar, weil es keine Unterbrechungen gab. I thought it was a physical game and they handed me a stat sheet and I told them, no, I need the full game, Rivers shared. I thought it was the halftime stat, so didn't look at the minutes. And then I said, wow, 2 free throws for a basketball game, that's crazy. Das ist nicht crazy, das ist insane. Keine Freiwürfe bei einem gesamten Team. Schau mal Tatums Gesicht auch. Tatums Gesicht ist so, ja, wie hätten wir das gewinnen sollen? Das ist wild. Ist so komisch, weil das ist jetzt so unexpected NBA History. Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ich freue mich trotzdem über den W, aber das ist ganz, ganz merkwürdig. Kein einziger Freiwurf. Insane. Okay, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Freunde, wir gehen in die Player-Highlights von Jalen Brunson. 45 Punkte. Fallen uns noch irgendwelche Trash-Teams ein, gegen die New York jetzt gespielt haben könnte? Warte mal. Ich sag nicht gegen die Spurs. Gegen wen könnten die gespielt haben? Wizards? Ich sag gegen Utah ist das. Pass auf. Gegen die Bulls, okay. Gegen die Bulls, okay. Immerhin Play-In-Team. Ist aber komisch, weil Caruso verteidigt ihn, ja? Oh, super easy geht Brunson da erstmal durch. Oh, good pass. Kobe fast mit dem Steal. Aber schöner Assist von Brunson auf jeden Fall. Hier auch ein schöner Assist. DeVincenzo spielt eine unglaubliche zweite Saisonhälfte. Müsst ihr mal heute den Podcast hören. 5. Viertel kam heute raus. Müsst ihr mal reinhören, da habe ich ein bisschen drüber geredet. Oder wir haben insgesamt über die Knicks viel geredet. Und ich habe ein bisschen über DeVincenzo geredet. Ooh,
Ich hätte übrigens gerne auch auf Suns Clippers reagiert, aber aus irgendeinem Grund gibt es bisher keine Highlights bei YouTube. Ich weiß nicht warum, aber ich finde einfach keine Spiel-Highlights von diesem Game. Knappes Spiel hier, Brunson, Bucket. Schau mal, wir sind hier am Ende vom zweiten Viertel, ja? Und die haben schon 12-8 Freiwürfe. Die standen schon 20 Mal an der Linie, diese beiden Teams. Und die Celtics sind 0 Mal an die Linie gegangen. Ey, ich frage mich gerade, wurde dem Bucks so ein bisschen dieser Sieg geschenkt? Weil 0 Freiwürfe ist wirklich kompletter Quatsch. Diese Tempowechsel von Brunson, Mann. Ich liebe das, wie er spielt. Oh, in and out. Uff. Dieser in and out. So shifty auch. Okay, also ich gehe hier keine Sekunde davon aus, by the way, dass Chicago das gewinnt. Das Ding wird 100% New York gewinnen. Oh, hier ist nochmal ein sehr tougher Jumper gegen Kobe White. Sie haben Brunson nicht gedoppelt, okay. Ja, das Ding ist over. 119, 106. Hier ist Josh Hart. Findet seinen Podcast-Homie. Bucket. Alright, das waren 45 Punkte von Brunson, 7 von 12 von der Dreierlinie, 8 Assists, 3 Rebounds. Und auch bei den Knicks werden wir gleich gucken, was das mit ihnen in der Tabelle macht. Wir haben jetzt noch Shea mit 40 und wir haben noch keine Top 10 wahrscheinlich, oder doch? Nee, natürlich nicht. Ich gucke jetzt noch einmal Suns Clippers, weil das macht keinen Sinn, dass wir Suns Clippers nicht bekommen. Aber guck, das ist genau das Problem. Wir haben hier einen Game Recap, der ist nur 2 Minuten. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Dann haben wir diesen weirden Kanal, den habe ich noch nie gesehen. Der postet immer nur so vierte Viertel-Highlights oder Viertel-Highlights insgesamt. Dann das Kenny-Video macht da gar keinen Sinn. Dann haben wir das hier. Und dann haben wir Russ Westbrook immediately after Clippers beat Kevin Durant, bla bla. Ja, okay, jetzt habe ich es schon vorweggenommen. Also die Clippers haben auch gewonnen. Wir können das hier kurz gucken, diesen kurzen Game-Recap von mir aus. Ich weiß, by the way, mal gucken. Die LA Clippers trying to punch their playoff ticket with a win over Kevin Durant and the Phoenix Suns tonight. Paul George spielt richtig eine krasse Saison übrigens. Wieder kein Kawhi in dem Game, wieder kein James Harden in dem Game. Bei den Suns sitzt IT hier auf der Bank, der hat jetzt für den Rest der Saison unterschrieben. So, und hier ist hier PG erstmal mit einem tiefen Dreier. Westbrook mit dem Steal. Easy Dunk. Und das meinte ich, wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, ey, es fehlt so ein bisschen die Energy bei den Clippers. Das lag daran, dass Westbrook solche Aktionen nicht hatte, die das Team auch mal mitreißt. Also nicht ausschließlich, aber ich glaube schon, dass das ein Faktor war. 19 zu 4. 21 zu 4. Suns direkt Flashbacks zu dem... gegen wen war das? Wo haben die so auf den Sack bekommen? War das gegen die Mavs das eine Mal? Ich glaube schon, in Game 7 oder so. Warte, wie viel steht's? 35 zu 4. 35 zu 4. Was sind das hier für NBA Records die ganze Zeit? Ja, Bank ist komplett lost. Aber dann müssen sie ja krass wieder rankommen haben lassen, wenn es am Ende 105-92 ausgeht. Digga. 30 Punkte Game. 31 Punkte Führung. Oder 33.
Also, Suns-Fans, ihr könnt gerne mal sagen, wie ihr das so seht, aber die Suns, finde ich, haben jetzt in der Saison nicht einmal bewiesen, dass sie auf einem hohen Level konstant spielen können. Das ist kein Disrespect für das Talent, was sie haben, weil sie haben ja offensichtlich Talent. Aber die Suns haben nicht einmal gezeigt, dass sie konstant Basketball spielen können, auf hohem Niveau. Deswegen, also Suns-Mavs wird ja wahrscheinlich die erste Runde, die erste Serie. Das wird sehr, sehr nice. Freue ich mich auch drauf auf die Matchups. Aber ich glaube, die Mavs haben das. Ich glaube nicht, dass die Suns den Mavs große Probleme bereiten werden, ehrlich gesagt. And Phoenix getting back in this. They're down by 16. Devin Booker finds Royce O'Neal. Ja, das ist halt schwer, wenn du von Anfang an so krass führst. Irgendwann fehlt dir dann einfach die Möglichkeit, die Intensität die ganze Zeit hochzuhalten. Ich finde es geil, wie IT voll die Stimmung die ganze Zeit macht. Oh, und die kamen echt nochmal komplett ran. Okay, 7-Point Game. Interesting. Boah, die haben dann nicht mehr. Naja, 2 Punkte haben sie noch gescored. Okay. Ja, ey, interessantes Game. Was war das? 34 zu 4 oder so? Das ist komplett insane. Machen wir noch schnell Shay. Boah, wir sind schon ziemlich lang. Aber ja, komm, scheiß drauf. Gestern war keine Show. Wir ziehen durch. Gegen die Kings. Okay. Auch ein Play-in-Team. Die mit einer Menge Verletzungen leider geplagt sind und deswegen jetzt am Ende so viel verlieren. Es tut mir ein bisschen leid für die Kings. Oh, gut, das Steve von Jalen. Hier ist Shay. Pull-up-Dreier? Nee. Gibt's einen korbgefährlicheren Spieler als Shay? Also auf der Guard-Position, der einfach so rigoros immer wieder den Korb attackiert. Weil jeder andere Guard hätte da wahrscheinlich abgestoppt, um den Dreier zu nehmen. Und Shay nimmt einfach immer den Drive. Er ist der beste Driver der Liga. Kannst du mir nichts erzählen. Nochmal auf der Guard-Position. Es gibt bestimmt, wenn du so Giannis-Stats oder so checkst, kannst du wahrscheinlich sehen, dass er besserer Driver ist. Aber Shay ist so krass. Du kannst ihn auch nicht halten. Und seit er auch noch den Dreier so hochprozentig trifft, MVP. MVP-Kandidat. Sehr, sehr weit oben. Wird es leider am Ende nicht werden, aber ja, trotzdem. Ganz krasser MVP-Kandidat. Übrigens, heute im 5. Viertel haben wir alle Awards gemacht. Und MVP-Diskussion war sehr, sehr lange. Domantas Sabonis verliert den Ball. Hier ist wieder Shay. Ja, die killen die einfach mit diesem Drive zum Korb. Die haben niemanden, der ihn verteidigen kann. Wo ist denn Davion eigentlich? Warum kommt Davion nicht rein? Ich verfolge echt nicht viel Kings, deswegen ich weiß nicht, ob Davion vielleicht verletzt ist. Ich weiß nicht, ob Davion wahrscheinlich einfach zu klein ist, um Shay zu verteidigen. Nee, er sitzt ja hier. Er sitzt ja hier. Ja, er holt sich selber das Foul. Oh, aber OKC ist down. Oh, Goodie, give me that. Nice. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch bei diesem MVP-Rennen. Wie viel sollen wir die Defense zählen? Denn Shay ist mit Abstand der beste Verteidiger im MVP-Rennen. Wie viel sollte das gewichten? Der wertvollste Spieler der Liga, sollte der nicht auch wertvoll in der Defense sein? Und wenn alle in der Offense ungefähr gleich wichtig sind oder vergleichbar zumindest ungefähr sind, und einer von denen ist defensiv, aber Meilen vor dem anderen, sollte der dann nicht der MVP werden? Das ist echt ein guter Case für Shay. Oh, jetzt ist Davion mal an ihm. Oh, und er kommt nicht so einfach vorbei. Nein. Wow. Coach wollte da unbedingt ein Travel. Ist es ein Travel? Ich hatte auch das Gefühl, er bewegt sich ziemlich viel. So, hier ist sein Pivot-Foot, ja. Hier ist jetzt im Moment sein Pivot-Foot. 1, 2. Nee, er hat getravelt.
Er hat zweimal getravelt. Haben sie nicht gepfiffen, das war ein Travel. Aber voll das knappe Spiel, merke ich gerade. Da, er hebt seinen Pivot Foot zweimal. Einmal, zweimal. Trotzdem geiler Wurf. 110, 105. Hier ist wieder Shea mit der Defense. Und er holt am Ende den Ball. Es war nicht sein Stil, aber er hat ihn am Ende geholt. Und er wird den Ball los. Ja, okay, und dann war es wahrscheinlich der W. Okay, Freunde, dann gucken wir noch einmal, ob die NBA vielleicht bis 12 Uhr mittags es geschafft hat zu arbeiten und uns hier mit einer Top 10 zu versorgen. Nein, natürlich nicht. Ich verstehe das nicht, warum die manchmal so spät kommt. Weil sie laden ja alles andere hoch, aber auf die Top 10 können sie sich scheinbar nicht einigen. Schade. Wir gehen in die Tabelle und jetzt wird's richtig crazy. Wie stehen wir da? Also, wir haben 79 Spiele jetzt bei den Celtics. Das heißt, es sind nur noch 3 Spiele ungefähr pro Team. Das eine vielleicht mehr, das andere weniger, okay? Die Bucks haben mit dem Sieg sich wichtig wieder einen Sieg vor die Knicks und vor die Magic positioniert. Die Magic haben gestern verloren. Okay, interesting, gegen die Rockets. Die Magic haben verloren, spielen aber noch zweimal gegen die Bucks. Unter anderem einmal im League Pass, wo wir das kommentieren werden. 19 Uhr am Sonntag. Schaltet gerne ein, das wird sehr, sehr geil. Okay, wir haben hier die Knicks, wir haben hier die Magic. Sehr nah beieinander. Alles kann noch passieren von 2 bis 6. Theoretisch können die Bucks noch bis auf die 6 droppen. Theoretisch können die Pacers noch hochgehen bis an die 2. Das ist unfassbar krass. Wir wissen keine einzige Serie hier. Wir wissen, die Celtics sind die 1 und wir wissen, die Celtics treffen auf die 8. Im Moment das Play-In, das Bulls-Hawks-Play-In ist locked. Ja, da wird nichts mehr passieren in keine Richtung, okay? Die beiden sind locked. Heat, Sixers, Pacers. Boah, können die das auch noch holen? Warte mal, wenn die Heat, die haben auch 79 Spiele. Wenn die Heat jetzt 3 Spiele gewinnen, dann hätten sie 47 Siege, dann wären sie theoretisch hier, wenn die anderen alle verlieren würden. Also selbst die Heat können noch bis auf die 4 hochrutschen, wenn sie wollten oder wenn es gut läuft. Die Sixers können auch noch raus aus dem Play-In. Also du weißt gar nichts. Du weißt einfach legit gar nichts über diese Tabelle, weil du nicht sagen kannst, wer jetzt wie die letzten 3 Spiele spielt. Nochmal, Leute, wirklich, nicht nur, weil wir da kommentieren, aber am Sonntag spielt jedes einzelne NBA-Team. Jedes einzelne NBA-Team spielt. Die Eastern Conference, glaube ich, alle um 19 Uhr und die Western Conference alle 21.30 Uhr, deutscher Zeit, okay? Und da werden sich so viele Playoff-Matchups überhaupt erst entscheiden. Das wird so ein geiler Spieltag und wie gesagt, wir kommentieren da Bucks gegen Magic. Werde ich jetzt ein paar Mal sagen, einfach, dass da ja auch ein paar Leute dann am Start sind und das mitbekommen, wenn wir kommentieren. Okay, so sieht's im Osten aus, ja? Jetzt gehen wir mal in den Westen. So, hier sind mittlerweile mehrere Teams locked für die Playoffs. Playoffs erreicht, Playoffs der Division erreicht. What the fuck sind Playoffs der Division? Wir machen keine Divisions mehr. Playoffs erreicht. Mavs, Clippers, Thunder, Nuggets, Wolves. Okay. So. Wir hatten eigentlich die meiste Zeit hier die beiden als Erstrunden-Matchup und ich glaube, es bleibt so. Ich glaube, es bleibt so, weil die müssten jetzt alles gewinnen, die Clips und die Thunder zum Beispiel alles verlieren, damit die den gleichen Record überhaupt haben und dann weiß ich nicht, wer den Tiebreaker hat. Also sagen wir mal, Clippers und Mavs ist die einzige feste Serie, die wir im Moment haben. Das hier oben, Wolves, Nuggets, Thunder, kann sich alles noch verändern. Hier drunter, jetzt müssen wir gucken. 3 Spiele haben wir noch, ja? 3 Spiele haben wir noch. Pelicans, Suns, Kings. Bis runter zu den Warriors, bis zum Play-In kann sich alles noch verändern. Theoretisch können die Warriors jetzt 3-mal gewinnen, die Pelicans 3-mal verlieren und die haben den gleichen Record. Und dann wird's richtig eklig und richtig spannend, wer dann im Play-In am Ende ist. Ist das crazy? Das ist mit Abstand das geilste Playoff- und Play-In-Rennen, was wir jemals hatten. Weil noch nie kann ich mich daran erinnern, dass so wenig Serien vor Saisonende entschieden waren. Das gab's noch nie. Das ist so krass. Also man muss gerade wirklich jeden Tag NBA gucken.
Am besten jeden Tag um 14 Uhr hier KBJ Show, weil ich lasse euch nicht im Stich, Leute. Ich werde jeden Tag hier sein, 14 Uhr, auch am Samstag. Scheiß drauf, ich bin auch am Samstag hier, weil hier zählt wirklich gerade jedes einzelne Game. Wow, okay. Und man kann es noch nicht sagen. Man kann es einfach wirklich nicht sagen. Gehen die Warriors jetzt noch hoch, droppen die Pelicans, was mit den Kings? Alles, was ich verhindern will, ist dieses Matchup hier. Ich will nicht, dass Lakers und Warriors sich gegenseitig raushauen. Ich will, dass Lakers und Warriors beide in die Playoffs kommen. Deswegen, ich will nicht, dass die sich im Play-In treffen in einem Matchup. Die sollen dann 7-8 gehen und dann gegen die hier oben spielen. Das ist mein Wunschszenario für die Playoffs. Aber okay. Wow. Das ist wirklich Insanity gerade. Weil ich vorhin gesagt habe, wir sind jeden Tag hier. Für alle, die sich wundern, warum waren wir denn gestern nicht hier? Warum kam gestern keine KBJ-Show? Ich dachte, das kommt daily um 14 Uhr. Kommt auch daily um 14 Uhr. Nur gestern war es so, dass in den USA College-Finale gespielt wurde und deswegen kein einziges NBA-Game stattgefunden hat. Ich bin morgens hier zur Show gekommen, weil ich wusste es nicht. Ich kam hier rein, habe mich vorbereitet, wollte gerade anfangen und merke dann, ey, es sind null Highlights hochgeladen. Denke ich mir, okay, muss ich die Highlights anderweitig suchen? Finde nichts. Gehe dann irgendwann auf Google, ey, welche Spiele waren überhaupt? Kein einziges. Deswegen, wir haben gestern keine Show oder keine Spiele verpasst. Es gab einfach keine Spiele. Heute sind wir wieder da. Und ich sage jetzt einfach, dass wir auch am Samstag da sind. Wir ziehen jetzt bis Sonntag komplett durch, jeden Tag 14 Uhr, weil das sind einfach zu viele geile Spiele. Und es geht um zu viele Standings die ganze Zeit und es macht so Bock, das mitzuverfolgen. Deswegen, also wir sind jeden Tag um 14 Uhr hier mit einer neuen KBJ-Show. Alright, Freunde, damit sind wir durch. Ich habe irgendwie dauernd das Gefühl, ich wollte euch noch irgendwas erzählen. Was wollte ich euch erzählen? Nee, aber ich habe die Empfehlung gegeben mit dem Podcast von LeBron, der sich wirklich lohnt. Schaut euch den gerne an. Ich finde, man muss den gucken. Also man kann ihn auch hören. Es ist auch nicht so schwierig, wie es am Anfang wirkt. Also die reden ja sehr, sehr viel über Basketball, über Basketball-Plays, über Taktiken, über welche Switching-Defense man spielt, was für Systeme man spielt. Und da muss man ein bisschen reinkommen. Und es hilft zum einen, wenn man selber gespielt hat. Ich denke, die meisten, die von euch selber spielen, werden relativ schnell alles checken. Und was auch hilft, ist, wenn man am Anfang zumindest immer so einen kleinen Impuls bekommt, weil die blenden dann die Plays ein. Die blenden dann die Plays aus der NBA ein, passend zu dem, über das sie reden. Und dann weiß man eigentlich, ah, okay, das und das und das ist gemeint. Weil auch zu, ich habe ja auch 20 Jahre oder so im Verein gespielt, ich kenne die meisten Taktiken und die meisten Plays, über die sie reden. Ich kenne es nur oft nicht unter dem Namen, über dem sie reden, weil ich einfach kein NBA-Player bin und in dieser Lingo drin bin. Aber ich kenne die Plays von hier. Und da ist es zum Beispiel dann oft hilfreich, wenn man das eben kurz sieht und dann merkt man, ah, okay, damit meinen sie das. Ah, okay, das bedeutet das. Und dann bist du eben wieder drin. Deswegen LeBron-Podcast auf jeden Fall Empfehlung. Andere Podcast-Empfehlung, 5. Viertel, kam heute die neue Folge und wir haben die kompletten Awards einmal durchgetippt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren uns auf jeden Fall öfter einig, als ich gedacht hätte. Und wir haben aber ein, zwei Überraschungs-Awards, glaube ich, mit denen nicht so viele rechnen. Deswegen hört da gerne rein. Undrafted kommt am Freitag. Nee, Mann, ey, mehr ist es nicht. Aber ja, ich ich wollte euch irgendwas erzählen, aber ich habe es vergessen. I don't know. Okay, ey, ich bin raus, Leute. Danke euch fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder 14 Uhr. Jetzt jeden Tag, auch am Samstag 14 Uhr, neue KBJ-Show mit allen Spielen, mit allen Highlights und mit allen Playoff-Positionierungen. Bis dahin, haut rein. Peace.